Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin von Natol Afol. Heute mit einem Haul-Video, denn ich habe die letzten Wochen, Monate, eigentlich schon ein bisschen her, meinen Pile of Shame unheimlich aufgepimpt. Und demzufolge zeige ich euch mal, was ich alles so dazu gekauft habe. Ich habe mein Mikrofon, das knackt ab und zu mal ein bisschen, ich bitte das zu entschuldigen, aber sonst hört ihr mich bei den Kartongeräuschen so gar nicht mehr. Fangen wir mal mit dem unspektakulärsten an. Wie ihr seht, ich habe das erstanden bei Amazon. Da gab es das Ganze für fast 50% Rabatt und eigentlich bin ich ja nicht so der Riesenfan von diesen, ich sag's mal wie es ist, Technik-Sachen, aber ich wollte hier an die Technik-Komponenten, also an die Komponenten, die bei Technik dabei sind. Nämlich das Top Gear Rally Auto. Und weg mit dir. Das Top Gear Rally Auto, heißt doch Top Gear Rally Auto, ne? Ja, ganz genau. Das wollte ich haben aufgrund der hier eingebauten Technikkomponenten. Was haben wir denn da alles drin? Einen XL-Motor, einen L-Motor und den Smart Hub. Ich würde sagen, den probiere ich auch mal auf jeden Fall aus. Vor allen Dingen, wie der im Vergleich zu meinen anderen ferngesteuerten Autos ist. Vielleicht kann er ja mithalten von der Geschwindigkeit her. Muss man einfach mal testen. Hat mich echt gefreut. 43-44% Rabatt, das war schon wirklich fair. Da war der so um die 70 Euro teuer. Das ist jetzt nicht viel für das Ding. Dann machen wir hier an der Stelle weiter. Ihr wisst, ich habe da hinten im Schrank so einen Drachen mit einem Lightbrick drin. Und ich habe bei Kleinanzeigen einen guten Freund dafür gefunden. Der sollte mal auch unbedingt gebaut werden. Oh. Ein Creator 3-in-1 Modell, wieder mit einem Lightbrick drin. Wo kann man den sehen? Hier unten, mit Lightbrick. Das ist die 4998. Und wir bauen auf jeden Fall mal den Stegosaurus. Der hat mich voll angelacht. Ich mag diese Teile. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der diese riesengroßen 3-in-1 Sets mag. Also die in ein bisschen größer sind als ja, dieser kleine Dino und so weiter. Ja, ich mag diese großen. Ich finde das total toll. Und ja, ich bin Junge, Dino geht immer. Dann hab ich mir natürlich noch was Großes geschnappt. Und zwar etwas, was Voraussicht nach dieses Jahr EOL gilt. Etwas mit Power Functions. Oh! Das Vestas Windrad habe ich natürlich nur gekauft, um meinem nachhaltigen Gedanken nachzukommen, dass hier Bäume drin sind oder Legosteine drin sind, die aus nachhaltiger Pflanzenanbau oder was weiß ich, was Ölen gemacht werden. Ich habe da nicht so die Ahnung von. Wie sieht Vorder- und Rückseite ähnlich aus? Ich denke mal. Die finde ich jetzt schon seit einem Jahr geil, diese Turbine. Und ich habe das beim kleinen Spielwarenlädchen bei uns um die Ecke gekauft. Das ist ein Idee- und Spielfachhändler. Das heißt ein, wie sagt man, ein Fachhandel-Exclusive. Habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl mit, dass ich den kleinen Laden hier vor Ort unterstützt habe. Und wie gesagt, war mit über 25% Rabatt auch ziemlich günstig. Tja, was haben wir denn noch? Ich habe hier noch zwei Pakete. Und mit diesen zwei Paketen wird es dann ein bisschen speziell. Das finde vielleicht nur ich gut, die anderen nicht. Es ist weiterhin von Lego. Aber schauen wir mal. In dem einen Paket habe ich nämlich Kriegsspielzeug von Lego. Und zwar die 10226, die Sopwith. Camel Sopwith heißt das Ding. Ich weiß gar nicht, was Sopwith bedeutet, ob das die Firma ist und warum das Camel bedeutet. Ich glaube, wegen den Geschützen da drauf. Da sind Geschütze drauf hier vorne, um Gottes Willen. Das ist quasi die historische Osprey. Ich glaube aus dem Jahr 2014, nagelt mich nicht fest, steht nicht auf den ersten Blick hier drauf. Ist ja auch egal. Also, nicht aufgebaut, in Einzelteilen, aus den Kleinanzeigen, wird gewaschen, wird fertig gemacht. Und jetzt haben wir noch ein zweites Paket. Ähnliches Thema, ich weiß nicht, ob ihr das gut findet oder nicht, ist ja aber auch wurscht, Hauptsache mir gefällt das Ganze. Noch eine, so rum heißt es,
Sop with Camel, noch eine davon. Und zwar das 2003er Modell müsste das sein. Oh, 2001, ich habe ja keine Ahnung. Das 2001er Modell davon, also in dem schönen Brauntönen. Ist auch auseinandergebaut, muss ich auch waschen, zusammenbauen und dann gucken wir mal uns die beiden Sachen an. Was findet ihr denn davon gut? Oder findet ihr alles gut oder alles blöd? Also ich freue mich ja auf die beiden Flugzeuge, weil ist mal was ganz anderes. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, die beiden. Ich stelle mir direkt mal nebeneinander und vergleiche 2001 und 2014. Ah, ich finde es mega. Ich freue mich gerade so, dass ich das habe. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Denn in der üblichen Zeit werde ich ja samstags meine Videos ausstrahlen. Macht euch eine schöne Zeit, genießt alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut, ich bin der Martin von Natol Afol. Und ich habe Licht gar nicht an. Das sieht auch blöd aus.